So. Zeit geht immer manchmal so schnell rum. Hier ist nichts. Oh, ihr wollt nach Rainbase? Dann müsst ihr durch die Höhle da vorne, da ganz gleich wie gefährlich es darin ist. Okay, nice, danke für die Information. Hier ist das Lager. Hier ist Wasser. Hier ist ein Speicherpunkt. Und hier sind Kopfgelder. Diese Oase gehört allen, die durch die Wüste reisen. Macht also bitte nichts, wodurch das Wasser verschmutzt werden könnte. Alle nennen das hier die Sandy Oase. Es gibt reichlich Wasser und die Leute schätzen sie als Möglichkeit, einen Zwischenhalt einzulegen. Ich hoffe, das ist mein Vater gut. Ach ja, mit dem hab ich schon geredet. So viele Leute sind nach der Evakuierung in diese winzige Oase gekommen. Ist das nicht der Beweis dafür, dass das Königreich in einer ganz schönen misslichen Lage ist? Da kann man nicht reden. Warum schauen sie immer noch wie immer einer an? Ist da vielleicht was zu essen rum oder warum sagt er das? Ah, tatsächlich. Ah, okay, dann weiß ich ja Bescheid. Immer wenn die irgendwas. Okay, darauf muss man mal achten, das ist eigentlich ganz praktisch. Und also immer wenn sie irgendwas sagen, beispielsweise Shanzi sagt irgendwas, oder Nami auch oder so, und das bezieht sich jetzt nicht auf die Story irgendwie oder sonst was, dass sie irgendwas Besonderes wollen oder so, dann verrät einen das, dass man die, dass das hier irgendwas ist auf jeden Fall. Ja, nice. Also da muss man auf jeden Fall mal dran denken. Deswegen hatte das letztens auch mit Nami geklappt, als sie sagte, da ist ein Schatz oder so. Und deswegen gab es da auf einmal auch das Item dann. Auf jeden Fall ganz nützlich. Kampieren, ja. So, hier machen wir noch mal so ein kleines Lagerfeuer auf, so mäßig. Außerdem hält man damit, glaube ich, auch seine Crewmitglieder wieder hoch, so mäßig, also dass die alle wieder voll Leben haben und so weiter. Deswegen ist das sowieso praktisch. Und wir müssen vorsichtig sein. Tiere, die in so rauer Umgebung leben, haben besondere Jagdtechniken entwickelt. Ich hasse die Wüste. Ich komme mit Hitze überhaupt nicht klar. Ich muss aufpassen, dass uns das Essen bei der Hitze nicht verdirbt. Hey, essen wir was? Die Wüste nimmt überhaupt kein Ende. Ja, gebe ich dir recht, so, das stimmt schon. So, meine Füße sind schwer wie Blei. Ich will mich ausruhen. Machst du doch schon. Machst du doch sowieso immer. WTF einfach mal. Soll ich was kochen? Ah ja! Ja, mach das auf jeden Fall. Okay, warte hier. Oh. Ich weiß schon, was du kochen sollst. Wenn das jetzt hoffentlich geht. Geiles Brot, Nobelich. Bananenkrokodilpastete, nein. Nein. Sandora Echsensteak, ja, das sollst du. Einmal reicht ja, weil ich glaube, die wollten das nur einmal haben, soweit ich weiß. So. Das Essen ist fertig. So, machen wir das jetzt einmal. Meister und Schülerrückkampf servieren das Essen. So,
soll ich Trinkbällchen herstellen? Ja, kein Problem. Senkt den Angriff 3 Runden lang. Senkt die Verteidigung 3 Runden. Ach so. Ah ja, da habe ich schon mal welche von hergestellt, die den Gegner gegen Schaden zu sehen. Löschern gegen Verbind. Angriffe. Schöpfelchen. Chance ein Ziel zu leben. Senkt Widerstand gegen Blitzangriffe. Ups. Ja, muss man jetzt nicht. Ist ja immerhin auch keine Aufgabe oder sowas. Deswegen machen wir es nicht. Ah, wir haben hier noch die Enzyklopädie. Und gucken, ob wir da jetzt was haben bei Erinnerungsverlauf. Ne, da haben wir noch nichts. Kampfverlauf. Ah, hier, diese fleischfressende Pflanze. Schlendern der Mauerpfeffer. Pflanzen, die Gift versprühen, um Beute zu fangen. Wenn keine in der Nähe ist, sind sie derart aggressiv, dass sie ihre Wurzeln aus dem Boden ziehen und sich auf die Suche nach Nahrung machen. Die Pflanzen kennen wir ja sogar, die gab es sogar auch in Alabasta, also im Anime gab es die, ja. Ich konnte mich nämlich noch daran erinnern, dass nämlich in so einer Pflanze war ja Dings, Wimper, da gewesen und da hat sich Ruffy ja da schlapp gelacht und so und fand sie das witzig, dem Moment und ich glaube Lissop oder so war dabei und hat dann da diese Pflanze abgeschossen. Ja, so war das nämlich, glaube ich, und es war ganz nice auf jeden Fall. Der Ruderpirat Garda. Ach, dieser Erinnerungstyp. Ein Mann aus den Norflu, der aus Bewunderung für die Germa 66 eine Piratenbande gegründet hat. Er ist ein besonders großer Fan des Oberbefehlshaber Garuda, der ja einen ähnlichen Namen hat und findet es sehr zum Landwesen anderer lustig, mit seiner Crew Germa zu spielen. Seine Piratencrew dürfen nur bekennende Fans von Germa 66 beitreten. Das ist so behindert. Dieser Rollbau, ja, den hatten wir, glaube ich, schon. Hatten wir auch schon. Ach, ja, ich glaube, das hatten wir auch schon. Obwohl, nein, vielleicht auch noch nicht. Seltsame Kreaturen, die aus Wölffragmenten entstanden sind. Sie tauchen unabhängig vom Klima und Ökosystem an verschiedensten Orten auf, sogar in der Welt der Erinnerung, da sie heißblütiger als andere Isa sind, hassen sie Kälte. Sie regulieren ihre Körpertemperatur mit den Horn auf ihrem Kopf. Sie heizen Würfel auf, werfen sie und nutzen ihre Macht, um sich zu vermehren. Darüber hinaus sind sie freimütige Wesen und neigen zu Überreaktionen, weshalb sie anfällig für Täuschungen sind. Sie leben in großen Gruppen und rufen ihre Gefährten, wenn sie in Gefahr sind. Okay. Ja, hatten wir auf jeden Fall auch schon. Hatten wir auch schon. Ah, die rote Pflanze. Pflanzen, die eine entzündliche Flüssigkeit versprühen, um ihre Beute zu schnappen. Sie sind so aktiv, dass sie, wenn mal keine Beute in der Nähe ist, ihre Wurzeln aus dem Boden ziehen und auf die Suche nach Nahrung gehen. Obwohl sie Pflanzen sind, macht ihnen Feuer nichts aus. Daher erforschen viele Botaniker sie. Es heißt, dass sie trotz ihres beeindruckenden Aussehens einmal im Jahr wunderschöne blutrote Blüten tragen. Ja, ich glaube, dann war es das. Ja. Sind wir wieder am Anfang hier. Ja, gut, haben wir. So. Eine Party schmeißen. Ja.
Also wendet man das Lager ja immer dann. So. Haben wir das? Mal gucken, was das jetzt hier mit diesen Steckbriefen auf sich hat. Ah ja, hier kann man auch noch die Steckbriefe nochmal auswählen, so mäßig. Ah, die haben wir ja schon, also einen Auftrag gegeben hier. Den und den und den. Und die drei habe ich jetzt bisher noch nicht gefunden. Da gibt es ja noch diesen, der möchte gern Sogeking, der wahrscheinlich denkt, der wäre Sogeking, obwohl er es nicht ist. Dann halt hier Domtörmoji, der auf jeden Fall gar keinen Sinn macht, weil der nicht so aussieht. Definitiv nicht. Das ist also null der, fast wie der göttliche Wind. Ja. Der macht schon eher Sinn, weil das einfach ein erfundener Charakter ist, so mäßig. Und das mit Sogeking verstehe ich ja auch noch irgendwo, ist in Ordnung. Aber das mit den Domtörmoji hätten sie besser machen können. Nämlich indem sie den echten da mal hinmachen. So wie auch bei der Germa zum Beispiel. Das wäre auch richtig geil gewesen, wenn man die da gehabt hätte und nicht diese Spastis. Aber naja. Ja, also, wenn es schon zwei Sachen gibt, die sie hier verbessern könnten an Spiel, dann definitiv die Steckbriefe. Es sei denn, es kommen noch, natürlich noch irgendwann richtig geile, was ich auch hoffe. Und natürlich die Karte, also auf der Karte, dass man hier beispielsweise auch alle anderen Gegenstände und sowas sieht, die zum Beispiel auch wichtig wären und sind. Also kurz gesagt, dass man eigentlich so gut wie alles auf der Karte sehen kann, das wäre schon Bombe. Nicht nur irgendwie diese... Also sonst sieht man ja hier an der Seite, dass man hier zum Beispiel Reiseführerstände hat, also heißt, da sind wahrscheinlich immer Schilder, so mäßig, also die werden auch auf der Karte angezeigt. Diese Yuita-Läden da, die werden dann halt auch auf der Karte immer angezeigt, so ähnlich wie auch bei dem anderen. Lager ist ja immer dieses Dreieck so mäßig und dieses Zelt, also da weiß man, dass das Lager ist. Speicherpunkt sind ja immer diese kleinen Dinger, die so eine komische Form haben, sage ich jetzt einfach mal. Hauptepisode sind halt die roten Vierecke, also ist eigentlich ganz klar, und der Spieler wird halt immer als blauer Pfeil angezeigt, also so, easy. Um das nochmal ganz kurz zusammenzufassen. So, fertig. Ja. Dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter. Wir müssen, hier waren wir ja jetzt. Ja, nice. Dann kommen wir jetzt ja eigentlich rein theoretisch vielleicht nach Rainbase oder kurz vor Rainbase. Eins von beiden wird es sein. Bin mal echt gespannt. Okay, wir müssen nur zur Höhle. Ah, vielleicht kommen wir aber auch erstmal in diese Höhle und danach kommen wir nach Rainbase vielleicht. Oh, da haben wir einen Gegner. Hilfe. Und was ist hier? Ist das LOL eine Kung-Fu-Robbe? Was macht die denn hier? Okay, das ist auch ein Gegner.